Guten Tag, liebe Leute. So, ab jetzt wieder ein bisschen Computerarbeit. Ist ja auch mal ein schön ein bisschen Nachforschung betreiben und so sich bilden. Ich habe ein schönes Dokument rausgekramt aus meinem Fundus. Und da versuche ich jetzt, das versuche ich jetzt mal zu entziffern. Das ist von 1830, ist mehrfach gesiegelt. Teils konnte ich die Siegel schon erkennen. Beziehungsweise die Unterschriften teils eben noch nicht. Es ist halt ziemlich schwierig für mich, weil ich mit Heraldik tatsächlich und so und Wappenkunde und so, da kenne ich mich ganz bescheiden aus. Also da gibt es auch, glaube ich, nur ein paar Leute, die sich da wirklich, wo man sagen kann, die sich wirklich gut auskennen. Das ist ein Militärdokument und da versuche ich, wie gesagt, jetzt gerade das ins Reine zu schreiben, zu übersetzen. Es ist halt ziemlich schwierig. Ich habe es mal eingescannt. Hier sieht man den ersten Teil. Das ist für. Oh, das flackert ganz schön. Wa? Ach Mensch, die Aufnahmerate. Naja, hier sieht er nur ganz kurz. So sieht's aus. Ne? Warte mal. Wo kann man das hier? So, ja, so. Das muss ich jetzt hier alles. Und jetzt ein paar Seiten. Das sind so vier, fünf Seiten. Und das muss ich mal. Ja. Ne? Und die letzte Seite sind halt dann eben Siegel, wie gesagt. Ja, das mache ich jetzt gerade. Dann schauen wir mal. Weit bin ich noch nicht gekommen, habe gerade angefangen mit meinem ersten Satz. Voran, es geht los. Also, ich bin jetzt in Sachen. Das Wort kann ich lesen. Wieder dem Unteroffizier Karl Friedrich Wenhoff des Garde-Dragoner-Regiments erkennt ein. Und jetzt schauen wir mal, wie weit geht. Tata! Le Tatar! Da bin ich wieder. So. Ich mache jetzt eben Fahrrad fertig. Was ich dann einstelle. Ganz kurz, das mache ich nur für mich, deswegen habe ich hier auch Tür zu hier oben. Kommt keiner rein. Es ist, wie gesagt, kein Publikumsverkehr. Und Tommys Bastelstübchen Nummer 1, würde ich mal sagen. Super, klappt ja wie Brötchen backen, wa? Toll, da will man einmal kurz ein Rad für sich aufbauen und muss dann. Eine Reparatur machen, die man bezahlt bekommt, so eine Scheiße. Ist ja natürlich gut, ist natürlich toll, macht ja auch Spaß, ist ja auch alles gut. So. Das ist ein Nachbar hier, für den hat das natürlich angenommen. Und dann kam der noch eine Kunde, die musste ich wegschicken, weil Kette, Antrieb komplett. Geile Nummer, mache ich gerne, versucht man Geld bei. Kann ich nicht machen, weil ich keine Teile kriege. Muss ich mir aus dem Internet zusammenkratzen? Nee. Und ich weiß nicht, wann das kommt denn. Nee, 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 nee. Scheiß drauf, echt. So, dann machen wir mal hier den Photonentorpedo fertig. Gleich drei Leute draußen gehabt. Abgefangen. Jede kam von Arbeit, der habe ich gesagt, auch eine Nachbarin, die gleich nebenan ist, habe ich gesagt, nee, ist auch nicht. Nicht mehr kommen, weil wie gesagt, wir haben zu, weil es gibt nichts mehr. Einfach so geklärt, ne? Denn diejenige, die den Antrieb haben wollte, hat gesagt, tut mir leid, auch gleich wieder, weil der schickt einmal mit der gleich wieder durchlaufen. Brauchst du ja nicht anschließen, den Fahrrad. Antrieb willst du? Nee, tut mir leid. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Da muss ich zur Not, muss ich nächstes Mal immer von hinten rennen, weil ansonsten von vorne, da haben sie alle Hoffnungen. Das ist so, als wenn ich den Laden aufmache, ist das wahrscheinlich wie so ein. Wie so ein entsteht, wie so ein Sog in so ein schwarzes Loch rennen und alle kommen, oh geil, der Laden hat offen und dann werden sie in den Laden drin gezogen. Was ja erstmal geil ist, aber wenn man nichts machen kann, ist es nämlich ja nicht geil. Denkst du mal so, ja schön, kannst du ein bisschen Geld verdienen, aber nee, was ist? Na toll. Diese Briefnummer, da geht es um fahrlässiges Visitieren. Also fahrlässiges Visitieren im Militärjargon. Soweit ich das rauslesen konnte, entspricht das so etwas wie leichte Spionage oder so was. Ne?
Tja. Warum da nun jeder gezeichnet hat, der da irgendwie wichtig war damals, wird sich vielleicht im Verlauf, wenn man dieses Verhandlungsprotokoll dann nochmal durchnimmt, oder so, wird sich dann noch klären. Witzig ist ja, dass das ausgefertigt wurde am ersten Tag der Französischen Revolution, also dieser berühmten Juli-Revolution. Dran. Wenn wir uns so sparen, dann bringen wir mal dran weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt zurück zu unserem Radl hier. Da wollte ich gerne mal gucken. Hier seid ihr alle schick dran an dem Ding. Das ist lange nicht so schlechter Zustand wie die Traktoren im Radl hatten. Aber also Licht läuft nicht. Luft fällt da schon mal. Wo war meine Glühbirne? So, kaputt. Kontakt geht, aber die leitet nicht mehr. Ein großer Hit, wenn ich übel da drin zu machen. Und hinten muss neu verkabelt werden. Deswegen, jetzt hinten durchgeschliffen der Kontakt. Und wenn der Kontakt hier hinten durchschleift für die hintere Licht, dann kriegt der vordere zu viel Strom, zu viel Leistung und dann brennen die Lügeln durch. Da haben wir darauf achten, dass beide Lampen auch leuchten. Also liegt wirklich wieder mal daran, eine Glühbirne brennt durch, beziehungsweise ein Kabel ist durchgescheuert. Und zwar dieses hier, dieses Kabel für hinten. Das läuft nämlich im Schutzblech lang und wahrscheinlich hing es ein bisschen runter, ist durchgescheuert oder abgerissen, was auch immer. Und dann sieht aber nach gescheuert aus. Ja, und dann leuchtet die Lampe nicht. Die leuchtet auf einmal ganz hell und das aber eben nur ganz kurz und dann ist es durch. Also immer beide Lampen müssen leuchten. Zwei Verbraucher. Könnt ihr das sehen? Jo. So. So, dann isolieren wir mal ab hier. Zack.
ist auch noch oxidiert. Das ist schon, schon gut gehend. Schaut mal, bis ein Kabel abisoliert, was auch kupferfarben ist. Nicht, dass so lang wie ein schwarzes. Das ist schon derart oxidiert, dass das. Macht kaum Sinn. So, dann haben wir noch ein Stück Leitung hier, was wir ansetzen müssen. Codewort! Scheiße, Familie! Ja, wie gut. Wegen der Stühle. Achso, die sind ja oben. Ja, wir haben jetzt schon angeguckt. Wir haben alle schon geguckt. Ist alles. Achso. Ich dachte nur, vielleicht müssen wir noch irgendwas dazu erwähnen oder was. Na, der Stoff ist ja da. Den hast du gesehen. Wir sehen jetzt original von Tonne. Irgendwie so ein Stoff. Okay. So, und? Wie geil. Aus. Und an. Perfekt. Läuft. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Läuft. Jetzt werden Fotos gemacht und das war's. So, kommt der tote Stück weg. Und das verhökert. Fett geil, den Rest machen wir wieder rum. Und da sind wir wieder am PC, am CP. Mal gucken, was sich hier getan hat. Na? Kommst du her zu mir? Miau, miau. Bist du schon müde? Die Kati. Zack. Was machen die da? Die. Ja. Der Kati. Ach, du läufst ja noch. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh Mann. Habe ich total vergessen. Na gut, okay. Also, das war der Tag für heute. Beziehungsweise für mich geht es jetzt weiter. Es ist 22.43 Uhr. Ich habe den letzten Ankauf für diesen Tag gemacht. Und zwar ist gerade ein bisschen was gekommen. Ein bisschen Werbe-Dias sind gekommen. Und... Ach, was weiß ich. Und so weiter. So eine kleine Kiste hier voll. Aber sowas kann auch schon viel Geld kosten. Und das hier. Reklame in Lichtspieltheater an. Berlin-Dahlem. Das hier ist natürlich geil, eine Werbung für von oder für
Edgar Wallace. Das Gesicht im Dunkeln. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel sehen hier. Was? Sieht man hier überhaupt was? Da müssen wir das mal andersrum halten. Wallace. Das ist Kinski. Kinski-Nummer. Ein Original aus der Zeit. Das ist natürlich schön. Ach, und geil. King Kong, Frankensteins Sohn. Ja gut, da brauche ich jetzt nicht überlegen. Das ist ein guter Kauf. Huiuiui, ein frivoles Treiben. Die liebestollen Baronessen. King Kong, Frankensteins Sohn. Django, auch toll. Mit Django kam der Tod. Auch ein Kinski-Film. Hilfe, ich liebe Zwillinge. Also hier ruhig. Also Django, nur der Colt war sein Freund. Django. Ringo, such dir einen Platz zum Sterben. Ja, davon, wie gesagt, ein ganzer Stapel. Cool. Coole Nummer. So, wir machen mal Feierabend, ne? Also, na gut, macht's gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.